Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren. Lass mich mal meine Ansage machen. Zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich bin weit gereist, kannst du sagen, während ich hier die ganzen Erz am Level verarbeiten lassen. Und naja, wie soll ich sagen? Ich bin mal losgegangen, die ganzen Spawner, die ich auf meinen Farmtouren gefunden habe, mal einzusammeln. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Ich habe unter anderem wirklich einen Creeper-Spawner. 3 Spider-Spawner, 2 Skelett-Spawner, 2 Blade-Spawner aus dem Nether, 4 Zombie-Spawner und, naja, 12 Cave-Spider. Nee, Space, geiler. 12 Cave-Spider-Spawner gefunden und, naja, ich glaube, das sollte jetzt erstmal was reichen. Damit könnte ich mal eine gute Monsterfalle machen. So, was ich jetzt heute vorhab. Ich habe unterwegs auch noch einen Apfelbaum gefunden. Also jetzt wirklich so ein Apple Tree von Biomes of Plenty. Was mich jetzt interessieren würde, funktioniert das, dass man mit dem Fruit Picker oder einer anderen Maschine die Äpfel abernten konnte? Das würde mich echt mal interessieren, weil dann hätten, wenn wir den einmal vervielfältigen würden, hätte ich ja eine super Möglichkeit, einfach die ganzen Äpfel von dem in die Erzverarbeitung, nein, nicht in die Erzverarbeitung, Energieverarbeitung einzuknüppeln. Weil da gibt es ja schon noch gute welche ab. Wenn da irgendein Profi unter euch schon dabei ist und sich damit auskennt, würde ich mich freuen, wenn ihr schon die Kommentare schreiben würdet. So, den Apfel tue ich dann mal dazu. Ist hier noch was? Ja, natürlich ist hier noch was dazugekommen. Komm, lass mal den einfach mal so dazu verwerten. So, und da wir auch ziemlich viel Energie haben, was momentan nicht wirklich benutzt wird, wollte ich, bevor wir jetzt weitermachen mit der ME-System, wollte ich eine neue Energiezelle machen. Und zwar wollte ich eine Hardened Energy Zelle machen, aber was mir eben noch so aufgefallen ist, ich schaute euch mal hier die ganzen Turbots an. MIDI-Elf, Wireless MIDI-Elf, das sind einfach von Computer für momentan Elfen. Finde ich richtig lustig. Aber na gut. Ich wollte eine Redstone Energy Cell machen, nicht Hardened, was ich eben von Schwachsinn erzählt habe. Und für eine Redstone Energy Cell brauchen wir Hardened Glas, Electrum und Diamond. Sollte jetzt kein Problem sein, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Gold. 2 Gold, 2 Silber sollte ja reichen. Ich schmeiße einen Induction Smelter. Der Redstone Cell Frame wird dann mit Redstone aufgefüllt. Was für ein schweres Wort. Distabilize Redstone. Also ich habe echt Probleme, das auszusprechen. Wir brauchen noch ein bisschen Hard Glass. Haben wir hier noch irgendwo was rumfliegen? Natürlich nicht. Auch kein Problem. Vorher schnell hergestellt. Iron rein, können wir immer gebrauchen. Wir brauchen auf jeden Fall 20 Redstone, wenn ich mich nicht irre. Weil ich meine, ein Redstone gibt. Ne, wir brauchen sogar 40. Ich dachte, ein Redstone gibt 20 Millibuckets. Aber auch gut. Und wir müssen langsam echt mal schauen, dass wir hier die Energieversorgung richtig aufpeppeln. Ich bin schon am überlegen, jetzt wo wir so einiges an Uran haben, ob wir nicht mal einen zweiten Atomreaktor aufbauen, weil ich glaube, die eine Fabrik, wir müssen dringend mal wirklich 2 von denen aufbauen. Also ich finde es echt kacke, dass bei mir die ganzen Bäume, hier die Lemon Trees und so weiter, dass die wirklich keine Limonen abgeben. Finde ich echt ein bisschen doof. Aber naja, das haben wir jetzt, das mit das machen wir mal das Hardened Glass, wollte schon gerade sagen Hardened Energy, aber naja, so auch knapp daneben, aber wie bekannt, knapp daneben ist auch vorbei. So, wir brauchen dann hier das da. Wir haben den Redstone Energy Cell Frame. Wenn es dann
kann noch genug Zeit bleiben, machen wir vielleicht auch schon heute die erste Festplatte noch fertig. So, die wird jetzt aufgefüllt, das dauert einen kleinen Moment. Dann brauchen wir dann noch. Moment. Ich wollte schon gesagt haben, wir brauchen nochmal Elektrum, wir brauchen einen Redstone Conductance Coil, das heißt nochmal ein Teil 2-2. Wieder falsche Truhe. 1-2, 1-2. Duft. Die ist fertig. Jetzt muss ich mich auch teilweise daran gewöhnen, dass ich nicht mehr nicht aus dem Kanal rauskomme. Aber naja, passiert halt. Ich werde schon nicht dran sterben. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube, dann ist es eh zu spät. Seid ihr eigentlich mal dran gestorben, dass ihr nicht eh drücken konntet? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh Gott, habe ich eine Waffel. So, und jetzt hänge ich fest. Doof. Ach, Lied noch. Ich war gerade überlegen, hey, wieso klappt denn das nicht? Sehr schön, wir haben jetzt eine Redstone Energy Cell Frame. Na, Kion. Energy Cell Frame vor allem. Die ist fertig, die Energy Cell. Die packe ich dann jetzt mal hier ran. Und wir sehen, wie sie sich auffüllt. Die hat auf jeden Fall einen internen Buffer von 10 oder 100 Millionen. Ich bin gerade voll die ganzen Nullen zu lesen. So. Die arbeiten immer noch. Wie viel ist denn da noch drin? Anscheinend noch genug in den Conduits. Die Fermenter scheint jetzt aber auch leer zu sein. Dann können wir die auch schon mal abreißen. Dann können wir das hier hinten so nach und nach mal abreißen. Hast treu gedient, alter Kumpel. Das kann dann auch schon mal weg. Ja, hier ist auch noch so viel Holz, wo wir nicht wissen, wohin damit. Na gut. Ich werde erstmal schauen, die füllt sich auf, das ist sehr schön. Wie sieht das hier aus? Ja, du hast noch. Okay. Ich müsst doch nicht verstehen, was ich hier wieder vorbrabbel. Ich verstehe nämlich selbst noch nicht mal. So. Dann schmeiß mal das mal da rein. Und ich bin so verbellt, ich habe schon keine Ahnung mehr, was ich machen wollte. Ich merke schon, heute ist echt meine Aufnahme. Wie ich aber auch teilweise ich auf dem richtigen Bildschirm am Zocken bin, weil ich finde, da ist das Bild besser. Mit 60 FPS aufnehmen, das ist so wunderschön, das glaubt ihr nicht. Naja, was haben wir dann hier in der Truhe? Wir könnten mal uns ein Usable Safari Net gönnen. Das wird nämlich auch nochmal gebraucht. Und ich glaube, wir machen jetzt doch noch nicht die erste Festplatte. Wir machen jetzt erstmal einen wieder. Wir wollen ja schließlich da unten mal die Kühe nicht verrecken lassen. Es ist wirklich so. Wir lassen da quasi momentan ein bisschen verhungern. Wir brauchen einen Abel. Einen nur. Na komm, hast du mal einen Abel? Ich will nur einen Abel und kein Abel, sondern ein Ei, nur einen Abel. Echt nur noch ein Apfel dran. Na gut. Au. Gut, dann machen wir jetzt schon mal vom Breeder die
goldenen Apfel. Wir brauchen noch Purple. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Machen wir mal so. Und Lapis haben wir hier. So, wo lade ich jetzt beziehungsweise selbst nicht? Wir brauchen noch Plastic Sheets. Zwei Karotten haben wir unten. Ich laufe gerade schon wieder hin und her und weiß nicht wohin. Aber auf jeden Fall hin und her, das ist wichtig. Ich muss sagen, das hat es schon noch gebracht. Ich freue mich echt, dass hier keine Poison Tomatoes, Potatoes reinkommen. Aber naja, mir soll es nicht stören. Finde ich cool. So, dann nehmen wir jetzt mal das Gold raus. Wir brauchen zwei... Wird das mit Goldnuggets gemacht? Die Golden Carrot. Oh, tatsächlich. Sparen wir sogar noch Gold. Boah, ich habe gerade gedacht, das wären die Enderpartikel. Ich dachte, hier wird ein Enderman rumfliegen, weil... Komm, wir machen uns einfach auf die Suche nach einem Enderman. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Finden hier rein. Ein Enderman würde ich jetzt mal gerne haben, und zwar nicht zum Abschlachten, sondern zum Einfangen. Vielleicht sind es aber auch einfach nur so ein kleines Stückchen hier rum. Ich habe keinen Bock noch großartig jetzt zu erkunden, hatte ich eben schon hinter mir. Andy, hallo, wo bist du? Am Enderman gefragt, nicht nach einer Kackspinne. Creeper, nein. Mehr doch selbst. Boah, bang! Müsst ihr nicht verstehen. Doof. Verarscht auch und auch nicht. Anscheinend haben wir gerade kein Glück. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich kein Glück habe. Kommst du dich besuchen? Wir haben Besuch bekommen. Ich bin. Ach, da sind Items drauf. Doof. Das kann weg. Auch nicht ernsthaft, weil der jetzt ein Pfeil drin steckt. Okay. Wir waren beim Breeder. Wir brauchen noch ein Machine Casing. Machine Casing, Machine Frame. Und einen goldenen Apple. Boah, mein Inventar ist auch wieder so gnadenlos voll, das ist unglaublich. So, schmeißen wir nochmal ein bisschen an. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Komm, wir brauchen keinen Knochen. Knochen brauchen wir heutzutage in der Gesellschaft nicht mehr. Wir haben eine ziemlich starke Muskulatur heutzutage. Was? Ich will nicht wissen, was ich schon wieder meinen Krankenbehörden gerade versucht habe auszuplaudern. Wie sagen wir noch Bücher im Inventar? Ach, ich hätte ja noch das NPC drauf gelootet. Gut, den Breeder wollte ich dahin klatschen. Alter, könnt ihr jetzt einmal aufhören, so rumzuspammen? Ich will nur in Ruhe aufnehmen, mehr will ich nicht.
Den mache ich das einmal richtig voll mit Weizen. Das machen wir aber später alles dann noch per ME-System, aber jetzt würde ich das erstmal so grundlegend machen. Ich will hoffen, dass die Conduits auch reichen müssen, aber eigentlich nicht. Und wenn nicht, dann reichen sie eben nicht. Oh, sehr tiefgründig von mir. Und ich sehe mich schon gleich da wieder drin. Ja, schon noch tief. Ach, wie sag ich. Ich bin das hier alles am Aufreißen und was ist, meh. Na gut. Dann machen wir das einmal so. Das wird aber immer noch nicht reichen. Da brauchen wir nochmal drei. Drei was? So. Nehmen zwei Lied. Mal 6 Redstone. Ach. Alter, habt ihr halt da oben. Ich baue echt irgendwann, wenn das so weitergeht, baue ich nicht. Echt nochmal so eine Magnum-Torch. Die gehen mir nämlich dezent auf die Nerven, diese Spinnen hier oben immer. Ich glaube, ich komme auch echt nicht drum herum. Bei mir ausleuchten kann ich bald nicht mehr hier. So, und jetzt sollten hier die Kühe langsam, oh, Lamour, Vicky Vicky und so weiter, und zwar genau jetzt. Und da ist schon die erste Nachgeburt. So, auf jeden Fall, die Kühe werden, kommen jetzt hier rein, werden geschlachtet vom Slaughterhouse. Die kriegen, habe ich mal nachgeguckt, die kriegen wirklich 50.000 Schaden in die Fresse, wenn sie groß sind. Und die können wir dann einfach ganz gemütlich dann weiterleiten lassen, das Fleisch in den sogenannten Meatpacker. Der macht uns daraus Fleischbarren. Die können wir dann braten und wir haben die quasi die momentan die beste Nahrungsquelle. Alternativ können die Kühe dann auch sogenannten Pink Slime ab. Und der Pink Slime ist dafür da. Den können wir ablaufen. In einen Eimer können wir dann hinsetzen und da kommt manchmal ein Pink Slime. Und diese Pink Slimes manifestieren sich dann, werden fest und wir können die schlachten und wir bekommen, wenn wir Glück haben, einen Pink Slime Ball. Und wofür die sind? Die sind für Nametags und so weiter oder einen Bioreaktor oder worauf ich es abgesehen habe, auf den Laser Drill Precharger. Moment. Auf den Laser Drill Precharger und auch der Laser Drill Walker kann's. Und den Laser Drill. Der kann uns nämlich aus einem Bedrock oder der Void, wenn er da wohl passiert ist und genug Energie, produziert er uns Erze. Das hatte ich eigentlich schon mal vor. Da wollte ich einfach dann den noch einen zweiten Reaktor überlaufen lassen. Ja, also wundervoll, ein zweites Erzeinkommen. Und so weiter. Boah, der Pink Slime kriegt. Der Pink Slime sagt schon. Dieser Slime da, der kriegt jetzt richtig fett auf die Fresse. Hä? Was hat mir gerade so ein Damage verbrückt? Was nur der Selkrebero. Okay.
gemeinsam mit Looting 5, das ist echt krass. Na gut, die Folge ist auch schon 20 Minuten lang. Ja, ich kann das sogar nicht mittlerweile abschätzen, dank OBS. Ja, zwei Bildschirme und OBS. Ich liebe diese Aufnahmemethode. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war auch für mich heute die letzte Aufnahme, die ich machen werde. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Euch noch soweit. Ich weiß gar nicht, ob dann noch Weihnachten ist. Ich bezweifle es, aber ich gehe mal davon aus, dass wir bald schon Silvester haben. Und bis dahin würde ich sagen, schon mal nachträglich frohe Weihnachten. Vielleicht schon mal vorausblicken. Guten Rutsch, kann man vielleicht schon sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bis demnächst. Tschüss.